Jo, moin. Herzlich willkommen zur 7. Folge Let's Play Project Zomboid. Ich drücke mal fortsetzen. Wie ihr vielleicht hört, ich habe mein Audio-Setup ein bisschen umgestellt, mir ein USB-Mikro besorgt. Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen klarer zu hören. Kann auch durchaus sein, dass ihr andere Sachen hier im Zimmer viel klarer hört. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt tippe oder wie wild die Leertaste hämmer. Weil mich ein Zombie angreift. Die Musik habe ich ein bisschen leiser gedreht. Da ich jetzt aber auf zwei Spuren aufnehme, kann ich meine Stimme ein bisschen lauter machen, wenn es sein muss. Hat allgemein einige Vorteile, wie jetzt das geänderte Aufnahmesetup funktioniert. Sprich, ich kann alles ein bisschen feiner einstellen und regulieren. Ja. Aber kommen wir mal zum Spiel. Wo befinden wir uns? Ah ja. Genau, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Wie sieht es denn überhaupt aus? Wir sind total kaputt. Wir sind sehr müde. Es hat gebrannt. Die Superküche schlagen wieder zu. Da ist es noch im Kühlschrank. Okay. Wann ist jetzt der erste Schritt, den wir machen, diesen Salat zu essen, weil wir sind eh Maximum unglücklich. Hallo rein. Dann schauen wir mal kurz hier rein. Hier ist ein bisschen Kram drin. Okay. Gut, dann ist mein erstes Ziel für heute eine neue Wohnung finden. Sprich, umziehen. Nach dem Schlafen natürlich. Haben wir Schlaftabletten dabei? Die werden mir jetzt ja zu Pass kommen. Ja, sehr gut. Tabletten einnehmen. Dann machen wir das nämlich als erstes. Damit wir hier die beiden Debuffs wegkriegen. Ja, ich habe überlegt, wo wir als nächstes hingehen könnten. Und die Häuserblöcke, wo wir in der letzten Folge waren, die bieten sich da ganz gut an. 6 vor 10, da haben wir leider schon die Serie dort verpasst. Auch nicht schlimm. Dann packe ich jetzt hier gemütlich mal ein bisschen Kram in den Rucksack und wir gehen darüber. Das kommt mit. Die Stofffetzen lasse ich mal hier. Ich muss wieder ein bisschen mit dem Gewicht haushalten, das ist klar. Salz kommt mit, Pflanzenöl kommt mit, Olivenöl kommt mit. Ich nehme jetzt alles mit, was irgendwie Würze ist. Und der Pullover ist gut, der kann mit. Was haben wir noch? Den Schnaps nehmen wir mit. Die Badetücher benutze ich direkt mal, weil wir ja hier gerade schwitzen wie verrückt. Ja. Sich abtrocknen. Ja, und noch eins. So. Aber die lasse ich erstmal hier. Können die hier ein bisschen trocknen. So, die Tasche, was ist da alles drin? Ist die voll? Ne, da ist noch genug Platz eigentlich. Was ist hier drin? Ah ja. Rüsten wir mal sekundär aus. Zack. Und ich würde sagen, die rüsten wir mal primär aus. Ich fürs Pultern. Nehmen wir mit. Also, ich nehme jetzt alles mit, was hier reinpasst. Und dann flitze ich schnell rüber. Zack. Das Geschirrtuch kommt mit. Die Badetücher kommen mit. Der Zucker kommt mit. Ah ja. Es dauert alles nur ein bisschen, ne? Wir kennen das Spiel ja schon. Ich mag jetzt aber auch nicht vorspulen, weil nachher kommt hier ein Zombie rein, gewackelt, wenn wir vorspulen und knabbert uns an. Da habe ich auch wenig Lust drauf. Das ist voll. Da passt noch was rein. Passt da auch noch ein bisschen rein. Ja, sehr gut. Da passt noch was rein. Schrotpatronen nehmen wir auch noch mit. Aus dem Kühlschrank noch das. Ja. Ja. Okay. Das Geschirrtuch kann auch noch mit. Wenn es passt. Es passt. Okay, auf geht's. Umzug. Ein Sack und Pack. Und Zombies werde ich jetzt mal gepflegt ignorieren, falls wir welche sehen.
Weil ich kann mich gerade nicht weiter wehren, außer die umzuschubsen und beizutreten. Ja, es kam auch das Feedback, dass der Herzschlag ein bisschen stört. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch ein bisschen nervig, bis mal die Agoraphoben los sind. Haben wir da leider keine Möglichkeit, das zu vermindern. Ich kann mal gucken, ob ich es vielleicht im Post-Edit ein bisschen runterregeln kann. Das sollte möglich sein. Der Zombie hat mich hier gesehen, ist nicht schlimm. Den hängen wir gleich ab. Ja. Ich habe auch noch mal kurz in die fünfte Folge reingeschaut. Ne, in die sechste. Fünfte. Nicht fünfte, was genau. Und weiß daher, dass ich in dem Haus hier eigentlich am glücklichsten werde, weil da ist noch am meisten übrig. Da habe ich das Bett noch nicht zerlegt im Obergeschoss. Und habe hier unten den Herd, den Kühlschrank, den Fernseher ist hier drüben. Und wenn wir dann gleich mal gucken. So, das lass mal fallen. Das lass mal fallen. Na, da, fallen lassen. Und den Rest aus dem Rucksack packen wir mal spontan hier in den Schrank rein. Vor allem die Munition brauche ich nicht. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Jetzt können wir ein bisschen vorspulen, oder? Gab es dafür nicht die Taste? Wirklich. Ja, macht es auf jeden Fall, wenn ich vorspule, schnell. Mal schauen, ich will jetzt eigentlich alles da rein haben, was kein Essen ist. Das Essen kommt dann in die Küche. Zack, zack, zack. Ja, sehr gut. Wie geht's denn weiter nach der Folge hier? Oder was machen wir jetzt in der Folge? Wäre eigentlich die richtige Frage. Jetzt werde ich erstmal hier einen kleinen Umzug machen. Dann werden wir ein bisschen Materialien sammeln. Und die nächste Folge wird dann eine kleine Sonderfolge sein, wo ich mal ein bisschen levele. Sprich, vor allem werde ich leveln, ja, was so geht, ne? Das heißt wahrscheinlich kochen, damit nicht wieder das Müsli in der Mikrowelle anbrennt. Und was werde ich noch leveln? Das Schneidern versuchen wir mal zu leveln. Dazu müssen wir aber noch ein paar Zombies abklappern und die Sachen zerreißen, damit wir an Fäden kommen. Wir haben zwar Haufen Stofffetzen, die ich jetzt nicht mitgenommen habe, aber ich wusste, dass wir die haben. Das reicht aber nicht. Wir brauchen vor allem Fäden. Ohne Fäden wird da gar nichts. Eine Nadel haben wir ja. Tischlerei, weiß ich noch nicht. Mag ich jetzt nächste Folge nicht leveln. Also die nächste Folge wird dann so ablaufen, dass ich hier einfach in der Wohnung rumhänge und abwechselnd Fitness und Kochen oder Schneiderei mache. Und dann klappt das hoffentlich. Ich hoffe auch ohne Störung, also sprich, dass hier keiner reingedackelt kommt und uns anknabbern will. Das machen wir mal alles in den Schrank. So. Diese Folge hier besteht aber noch aus ganz normalem Ablauf. Sprich, ich habe jetzt eigentlich den Plan, hier nochmal zu gucken, dass hier keiner ist. Da drüben waren noch zwei Zombies, die müssen wir noch wegmachen. Und dann werden wir mal schauen, dass wir hier die Straße ein bisschen sicherer machen, damit uns in der nächsten Folge hier keiner in den Rücken fällt, während wir hier in der Wohnung abhängen. Ja, das kommt dann auch als Doppelfolge, sprich, ich lade beide hoch. Dann habt ihr zwar zwei Folgen an dem Tag, könnt die nächste aber bequem überspringen, wenn er wollt. Falls sie euch zu langweilig ist, was durchaus passieren kann, weil das ist halt einfach der Grind. Gehört auch zum Spiel. Aber da müssen wir durch. Schauen wir mal hier. Ich hoffe auch, dass Störgeräusche hier aus dem Haus nicht zu laut aufgenommen werden von meinem neuen Setup. Falls doch, dann muss ich auch mal sehen, dass ich die rausgeschnitten kriege. Ah, der braucht. Komm. Kann ich mal ein bisschen vorspulen, ne? Zack. Und die ganzen Würze bitte auch da rein. So. Wie sieht's aus? Oh ja, ich muss unbedingt ein bisschen Kram loswerden hier. Ich will bloß ein bisschen halbwegs Ordnung hier schaffen. Was hier ist drin?
Ja, die Wurst und die Auberginen kommen noch raus, die kommen in den Kühlschrank. Den Rest lasse ich jetzt mal da in der Tasche. Braucht man gerade nicht umordnen. Da rein. So. Na. Und die Medikamente können wir mal so lange hier oben reintun in den Schrank. Sprich. Ja. Ach, alles da reinkommen. Das braucht. Ich glaube, jetzt habe ich es auch wieder aus Versehen aktiviert hier. Nochmal kommen. Rein da. Das kann da auch alles rüber. Die Bandagen behalte ich mal bei mir. Ach, die Antidepressiva könnte ich ja weiter nehmen, ne? Mach mal einfach mal. Gegen die Depression. Wir versuchen mal das mit dem Rauchen abzugewöhnen. Ich würde sagen, das bringt jetzt erstmal. Das kriegen wir hin. Wir werden dann auch mit der Schüssel hier uns ein bisschen leckeren Obstsalat craften. Ich glaube, ich habe mittlerweile ein bisschen verstanden, wie das funktioniert. Hat er jetzt das Schild als Waffe ausgelöst? Ernsthaft? Und die Flasche ist leer. Trinken. Und Flasche befüllen. Ja. Das Schild möchte ich eigentlich nicht als Waffe benutzen. Was ist das? Eine Stumpfwaffe? Egal. Wir bleiben mal bei unserer Machete. So. Primär ausrüsten. 6 Kilo schleppen wir mal noch unnötigerweise mit uns rum. Das brauchen wir alles nicht unterwegs. Deswegen ist das unnötiges Gewicht. Auch ein Hammer zu viel und so. Das kann jetzt hier bleiben. Ja, ich habe jetzt auch gar keine Lust auf Sachen zerlegen mit Schraubendrehern und so. Tischlerei machen wir auch gerade nicht. Das ist alles in den Schrank hier. Sparen wir da ein bisschen vor. So. Noch ein bisschen. Ist jetzt was? Ja. Okay, erster Schritt. Nochmal hier hinten gucken, ob uns was hier folgt ist. Und beseitigen. Ich müsste ja hier irgendwo ein Zombie sein, der uns gerade gesehen hatte. Kurz schauen. Oh. Das sind ja nicht wenig. Alles sollte man hinkriegen. Wir sind gut dabei gerade. Wir sind nicht zu müde und wir haben Ausdauer. Einer ist hin. Das war ein Glückstreffer. Oh, da drin ist auch einer. Sehr gut. Ja, Machete macht es möglich. Ah, den da drin noch mal gleich tot. Also noch toter als er schon ist. Ja, komm mal raus. Na, eigentlich soll er zuhauen und nicht schubsen. Wenn die zu dicht dran sind, dann haut er mal zu. Dann kommen wir gleich hier auf den Haufen. Das hat den Vorteil, dass ich nachher, falls ich die Kleidung von denen zerreißen will, alle gleichzeitig bearbeiten kann. Der hat eine Feder oder was? Ist auch gut. Brauchen wir aber gerade nicht. Können wir auch gar nicht brauchen, weil wir noch nicht die Lernbücher dafür haben, Autos zu reparieren. So, jetzt schauen wir mal hier unten. Ich renne übrigens hier zwischen den Bäumen immer durch, weil wenn ein Zombie ist und uns anknabbern will, dann rennen wir wenigstens an ihm vorbei, statt in ihm hängen zu bleiben. So, wie sieht's aus? Okay, jetzt kommt nichts. Der kommt weg. Hat er was dabei? Nichts weiter, so eine Collegejacke. Okay, also. Täglich grüßt das Murmeltier. Wir gehen wieder in unseren Lebensmittelladen und ich hatte mir auch aufgeschrieben, dass ich hier die Säcke mit den Gemüsen und sowas bitte rausnehmen möchte. Die brauchen wir für unseren Plan mit dem Kochen und dem Salat. Das machen wir dann, wie gesagt, in der nächsten Folge alles. Ja, ein bisschen verrottetes Zeug schon, wie man sieht. Kohlköpfe sind natürlich auch irgendwas, sind das Zeug, das Gemüse, was hier im Spiel am schnellsten verrottet. Deswegen, die können wir essen. So. Brokkoli nehmen wir mit. Ich möchte jetzt vor allem eine große Auswahl an unterschiedlichen Gemüsen und Obst haben. Das Dosenzeug können wir erstmal drin lassen, das hält sich. Sack Tomaten nehmen wir mit.
Ja. Ein Sack Äpfel kann man mitnehmen. Ich habe überlegt, ob ich. Jetzt Karotten haben wir schon. Ich habe überlegt, ob ich einfach die Panik, die er draußen schiebt, mit Beta-Blockern bekämpfen sollte. Können wir probieren. Machen wir auch. Muss ich bloß welche finden. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in meiner Medikamentensammlung auch welche dabei waren. Sack Pfirsiche, super, nehme ich auch mit. Was ist hier drin? Nix. Schauen wir nochmal die Regale. Ah, noch mehr Säcke. Sack Kirschen, ja, sehr gut. Und noch ein frischer Sack Kirschen. Sack Zwicht, sieht noch gut aus. Das kann gern alles mitkommen. Ja. Je abwechslungsreicher, umso besser. Pfirsiche, ja, haben wir da auch zwei Säcke, aber ist nicht so wild. Aha. Brokkoli, ja, komm mit. Wir können auch mal aufs Gewicht schauen, wie es mittlerweile aussieht. 71 Kilo, okay. 75 ist ja das Ziel. Paprika, nochmal, das extra. Finde ich gut. Ja. Hier sind nur Dosen drin. Ja, nochmal Kartoffeln und Zwiebeln. Oh, das ist ja perfekt. Also wir haben ja hier die volle Auswahl. Oh, alles zu schwer. Nein, dann nehmen wir es wohl in die Hand. Dann sind wir halt mal kurz überladen. Der Weg zur Wohnung sollte einigermaßen sicher sein, hoffe ich. Die Frage ist, ob das alles in den Kühlschrank reinpasst. Okay, gehen wir mal rüber. Mit der Zimmer überladen. Schwer beladen, es geht noch. So. Jetzt mal, wenn ich eng am Zaun vorbeischleichen. Ich werde aufpassen, dass er nicht stolpert. Ja. Und zurück in unsere neue kleine Heimat. Ah, die Beta-Blocker wirken langsam. Das war das Haus hier, ne? Ja. So, und alles irgendwie in den Kühlschrank rein. Das mal nicht. So. Nicht Beta-Blocker, Antidepressiva. Oh, er braucht trotzdem lange, ne? Ah, ich kann ja vorspulen. Ich vergesse das immer. Tut mir echt leid. So. So. Wie lange der braucht, um so ein paar Säcke in den Kühlschrank zu stopfen, ne? So, wie sieht's aus? Wir haben noch 10 Kilo Platz. Ja, da können wir das alles, beides noch reintun. Oh, nächste Folge kochen wir mal ein bisschen damit. Ausdauer sieht okay aus. Er hat Hunger. Mhm. Mal kurz schauen, gibt es irgendwas, was man mal schnell essen könnte? Ja, nichts, was jetzt mal eben gut wäre. Hungersirup. Limette. Ich will das eigentlich nicht so wegnaschen, weil das sind Zutaten, die wir eventuell brauchen. Trinken wir noch einfach mal ein Bier. Sollte auch das Panik ein bisschen reduzieren, dachte ich. Oh, die Betensäcke habe ich vergessen. Und passen die noch rein? Ne. Das ist nicht gut. Packen wir nochmal die Kartoffeln aus. Und die Zwiebeln. Ja. Die hätte ich nämlich doch sehr gerne gekühlt. Okay. Dann machen wir noch die Karotten auf. Weil ich weiß zufällig, dass die sich halten. Zack. So, die Zwiebeln einzeln da rein und den Rest dann mit Karotten auffüllen. Oh, und die Kartoffeln können ins Tiefkühlfach, würde ich sagen.
Auch wenn die sich mit am längsten halten. Und so, dann haben wir als Wegzehrung ein paar Karotten. Sehr gut. Den Sack machen wir hier rein. So. Kommt den Rucksack wegen Gewicht. Und wie sieht es mit der Depression aus? Steigt, aber nur leicht. Okay, also Viertel ein bisschen sicherer machen. Dazu gehört auch Türen zu, damit da keiner reinkriegt. Bisschen müde. Dann ist das erstmal wichtiger, kurz zu schlafen, als rumzukriechen. Das mache ich jetzt mal bewusst hier unten. Ach krass, der schläft dann direkt durch. Ich hätte jetzt eigentlich nur bis 12 schlafen wollen, um diese Sendung hier nicht zu verpassen, aber naja, nur haben wir so verschlafen, ist auch nicht schlimm. Dann gehen wir mal vorne raus, würde ich sagen. Aha, da sind schon die nächsten Unruhestifter hier im Viertel. Da sind auch ein paar. Ah, können ganz offensiv mal drauf zugehen. So. Den trete ich tot, wegen der Haltbarkeit von meiner Waffe. Der hat eine Schrotflinte dabei. Abgesägte. Ah, ich nehme nur die Patronen mit. Sammeln wir jetzt schon Fäden? Ich würde sagen, ja. Für die nächste Folge. Ich werde jetzt nicht dahin gehen und die Fäden sammeln. Wir wollen ja ein bisschen was Neues sehen hier. Aber bei denen, die ich jetzt umbringe, dann nehme ich mal die Fäden mit. Die Stofffetzen schmeiße ich allerdings wieder rein. Okay, ich habe sowieso keine Fäden bekommen, aber. Der Wille zählt. So. Zerreißen, alles 30. Und, na komm, bisschen Faden bitte. Oh, schade. Weil ich die Stofffetzen doch mal mit habe. Wie viele sind dort? 5? Da unten sind nochmal 3. Ich kümmere mich zuerst mal um die da unten. Oh, wir haben ein Level in Schleichen bekommen. Oh, ist das laut, ne? Ich werde mal. Ja, ihr werdet es wahrscheinlich dann im Post schon merken. Ich werde mal schauen, ob ich die Geräusche leiser machen kann. Die sind dann doch ein bisschen krass laut. Also ich erschrecke mich jedes Mal ein bisschen, wenn wir ein Level kriegen. Total unnötigerweise. Wenn Schleichen hier levelt hat, dann levelt wahrscheinlich auch gleich leichtfüßig. Genau. Aus irgendeinem Grund levelt das ziemlich identisch zueinander. Erstmal zu reißen. Bisschen von den Rücken achten. Okay, nix. Zerreißen bitte. Oh, das ist eine Trainingshose aus Leder, ja. Okay. Zerreißen. Ist eigentlich lustig, dass er am Rumschreien ist, aber irgendwie kein Zombie das merkt. Ah, jetzt haben wir mal ein bisschen Faden bekommen. Ja, komm her. Ja. Ja. Und nee, nicht Lacken sein möchte ich nicht. Das wiegt zu viel. Wie sieht es da oben aus? Da sind immer noch 4. Da rennen 3 herum. Oh, so mehr. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist ein bisschen viele. Ich meine, wir sind gerade fit, aber ich sollte mich auch nicht überschätzen. Allgemein, wenn man sich zu sicher ist in dem Spiel, dann wird man ruckzuck in den Hintern gebissen. Buchstäblich. Ja, das zerreißen wir noch. Hat er noch was dabei? Eine Pistole mit 9 mm. Oh. Lass ich aber auch erstmal drin. Ich habe eigentlich noch keine Lust rumzuballern hier. Das lockt einfach zu viele Kollegen an. Oh, alles nicht zu wissen. Jetzt aber. Und das machen wir da wieder rein.
Ist jetzt nur zwei Fäden aus der Sache gezogen. Was ist das eigentlich? Five Box or less? Kleidungsladen? Das war das leichtfüßig. Wie sieht's aus? Okay. Sehr gut, er kommt einzeln. Kommt doch nicht einzeln. Aber wir können ihn höchstwahrscheinlich einzeln auseinandernehmen. So, und jetzt sollte er hoffentlich tot sein, bevor seine Kumpels da sind. Ja. So, mit ein bisschen Glück ist einer von denen noch One-Hit. Nein, ist er nicht. Ah, doch. Ja, dann kann ich es mit den anderen beiden aufnehmen. So. Perfekt. So muss das laufen. Mal schauen, ob uns nicht irgendwas gehört hat. Ah, kommt er auch noch an. Okay. Da drüben hat uns auch keiner bemerkt. Na komm. Ja. Ich will deine Kleidung. Zack. Schraub mal dabei. Brauche ich leider auch gerade nicht. Ah, die Person nimmt wieder zu, ne? Mörder-T-Shirt. Das scheint aber ein Buggy-Item zu sein. Das sollte ich vielleicht nicht anziehen. Nachher stürzt uns hier das Spiel ab. Der hat einen kaputten Vogel dabei. Den schachte ich mal. Dann kann ich den noch zubereiten. Sobald er fertig ist mit den T-Shirts, soll er den Vogel schlachten. Tiere schlachten bringt auch tatsächlich Koch-EP. Da ist Fallenstellen und solche Sachen am Anfang auch gar nicht so schlecht, wenn man das jetzt leveln will. Wir haben auch gleich sehen, sobald er fertig ist mit seinen T-Shirts. Wir haben 4, 5 Fäden, ja, sehr gut. Ah ja, da 1,75. Schon ganz verwirrt. Und jetzt weiß man noch die Schuhe. Ja, ein bisschen Vogelfleisch gibt es auch. Ich glaube, das bringt nicht mal so viel, aber kann man eine Suppe rühren oder so, dann wird die ein bisschen besser. Dann kann das Spiel noch mehr Munition. Die wollen es aber auch wissen, ne? Adidas Leggings. Voll das Product Placement. Das bleibt aber erstmal da drin. Bourbon nehme ich auch gern mit. Jetzt reißen wir noch das da. Kann nochmal umschauen, dass hier nichts angewackelt kommt, ja. Ah. Ein bisschen sehen wir auch, ob wir einen Faden kriegen, weil jedes Mal, wenn wir einen Faden kriegen, kriegen wir ein paar kleine Pünktchen auf Schneiderei. Da war wieder ein Faden dabei. So. Stofffetzen. Und weiter geht der Spaß. Schauen wir doch mal hier rein. Was findet sich hier? Ah, das ist ein Gemischtwarenladen, wie es scheint. Abgeschlossen? Ah, doch nicht. Was gibt's hier? Chips, ja, die kann man zu uns nehmen. Wie sieht es überhaupt aus? 72 Kilo mit Chips und Erdnüsse. Und komm mit, weil das gut haltbar ist und nicht viel wiegt. Sieht so im Obstregal aus. Ein Pfirsich kommt mit. Bananen haben wir noch nicht für unseren Salat. Der Fleisch. Jetzt mal so. Ich glaube, das ist gegen Erkältung. Das ist für Kalorien. Schokolade können wir mitnehmen. Hier können wir mal ruhig noch eine benutzen, damit die Depression nicht zu sehr kickt. Ja. Brause bleibt hier. Ja. Ja, komm mit. Das hält sich alles eigentlich. Daher bin ich ein bisschen am Hadern, ob ich das mitnehmen sollte. Das nehme ich auch mit.
Gewicht ist noch okay. Wir haben noch genug Kilo Platz. Burrito. Oh, lecker. Okay. Das ist hinter der Kasse. Zigaretten. Ja, ich wollte ja mit dem Rauchen aufhören. Oh, 160 Stück. Können uns eine Weile versorgen. Okay, was ist hier passiert? Spiel verbindet uns echt zu sehr mit Munition. Ja, Magnum-Patronen in den Schrott, finde die steckt und sich damit erschossen, wie es ausschaut. Wie auch immer das geht. Ein bisschen Faden, ja. Wir brauchen mehr Faden. Wir brauchen viel, viel mehr Faden. Das Lustige ist, die Fäden sind ja alle nicht voll, wiegen aber so viel, als wären sie voll. Das können wir ganz einfach umgehen, indem wir jetzt sagen, wir fassen die zusammen. Ah, es geht leider nicht beim Laufen. Ich habe ja oft das, keine Ahnung. Muss ich mich kurz hinsetzen. Dann wird es ja auch ein bisschen leichter. Okay, da hatte ich eine kurze Unterbrechung. So, geht weiter. Manchmal stört das echte Leben dann doch ein bisschen hier. Na, wie sieht es mit der Zeit eigentlich aus? Wir haben 31 Minuten. Ich werde wieder eine 50-Minuten-Folge machen. Ja, die können wir gleich essen. Ein bisschen das Unglücklich senken. Zack. Oh, eine mit Anmerkung versehene Karte. Können wir mal kurz einen Blick reinwerfen. Irgendwo in Rosewood ist ein Schatz versteckt. Ja, die behalte ich mal. Also nach Rosewood, da können wir gerne mal hin, wenn das Auto läuft und alles. Tüte mit Süßigkeiten. Die helfen sehr gegen meine Depressionen. Hatte ich das nicht ausgemacht hier? So. Minzbonbon. Wir sind heute so halb unprofessionell am Start hier, merke ich schon. Weil ich natürlich auch gar nicht den Anspruch habe, hier zu professionell zu sein. Daher muss man jetzt damit klarkommen, wie es ist. So Süßigkeiten und Lutscher sind eigentlich auch eine super Sache. Die haben wenig Nährwert, reduzieren aber die Unglücklichkeit ungemein. Okay, schauen wir mal hier draußen weiter. Den Laden merke ich mir, aber da ist auch noch ganz gut Zeug drin, ne? Da oben ist ganz viel Zombie-Aktivität. Oh, hier unten auch. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon umgebracht? 171. Naja, so ab 500 kriegen wir einen Buff, der macht, dass wir weniger Panik generieren. Bis dahin ist auch noch ein weiter Weg. Bisschen Haltbarkeit sparen. Wie sieht es hier aus? Danke für das Minzbonbon. Warum kann ich die nicht zerlegen? Hat er seine Schere drin vergessen? Oder ist die kaputt? Kann die kaputt gehen vom Zerlegen? Hm? Die ist tatsächlich weg. Habe ich ihn damit angestellt? Nein, nicht schlimm, wir finden eine neue. Ah! Immer schön auf eure Umgebung achten. Do as I say, not as I do. Eigentlich waren ja auch neun, ne? Also ich kann jetzt rechnen, dass da noch mindestens fünf rumrennen.
dreht sich halt auch immer wieder automatisch weg, wenn er da in den Leichnam reinguckt. Ja, solange wie sie einzeln kommen. Sieht mir nicht ganz so einzeln aus, aber. Ausdauer ist okay, Ermüdung ist okay. Wir schauen mal. Ich kann immer noch wegrennen. Das sind schon sehr langsam, weil wir wieder ein bisschen viel Gewicht bei uns tragen. Einer weg. So. Solange wie sie vor mir sind, geht das alles noch. Wieder einer weg. Wieder einer weg. Ja. Problem gelöst. Ah, noch einer. Okay. Die bringen mir meinen Faden. So, dort ist auch keiner. Okay. Wer weiß, was dort in der Gasse lauert. Ja, ich kümmere mich mal direkt noch um die da oben. Einmal so schön da kommen. Ja. Ich habe es jetzt übrigens mal kurz rangerufen. Lieber kontrolliere ich das, als wenn er random von sich selbst entscheidet, rumzuschreien. Gemacht. So, und jetzt sollte die Sache auch erledigt sein. Okay, mal schauen, ob wann das einer kommt. Ne? Dann zur Reihe. Oh, noch mehr Munition. Jetzt ist aber langsam mal gut. Ich bin auch am überlegen, ob ich das einfach jetzt mal da drin lasse, wenn ich noch mehr Munition finde. Das Spiel will ja förmlich, dass wir die große Schießerei anfangen. Ja. Und nochmal zerreißen. Da oben steht ein Grill auf dem Dach. Hä? Die Gruppe bewegt sich normal. Okay, wir sind fertig mit zerreißen. Okay. Stofffetzen werfe ich mal raus, das wiegt mir gerade zu viel. Ah, guck mal, da rennt auch noch einer rum. Ey! Biegt der einfach ab. Wie sieht es da drin aus? Vorsichtig den Blick durchs Fenster huschen. Ah. Dann kommen wir doch, ne? Denkste. Dann sieht es eigentlich sicher aus. Die Tür ist aber verschlossen. Ich werde jetzt nicht das Fenster einbrechen. Oh. Sorry, den muss ich anziehen. Klippt zwar ein bisschen durch den Rucksack, aber. Wie cool ist das denn? Die Feuerwehrjacke, oh, die gehört auch zu den besten Jacken, die man finden kann. Zieh mal direkt mal an. Hat die ein Loch? Nee, die ist in Top-Zustand. Krass. Warte mal. Man sollte vielleicht auch erstmal auf seine Umgebung achten, bevor man loslootet. Damit man nicht gefressen wird. Ja, vor allem sollte man nicht so überladen sein wie ich gerade. Es ist aber noch unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Solange wie es nicht mehr wären. Es wären wie ein Jahr. Lasst mich doch mal in Ruhe, Leute.
Ohne die Machete hätte ich ein viel, viel schwereres Spiel. Naja, das Viertel ist wieder ein Stück weit sicherer geworden. Also, zieh die mal an. Das ist dann nicht so. Das machen wir im Rucksack. Ich glaube, die schützt auch ein bisschen besser gegen Regen. Macht aber sehr warm, ne? Also ja. Das ist der Nachteil. Die Feuerwehrklamotten isolieren leider sehr krass. Im Winter toll. Jetzt nicht so. Bei 25 Grad. Nochmal einen Blick da reinwerfen. Sieht immer noch sicher aus. Schon mal in die Gasse hier. Ah ja, das macht nichts. Wo kamen die eigentlich jetzt alle her? Waren die im Diner drin? Ah ja, guten Tag. Einer von hinten, einer von vorne ist nicht so mein Wunsch-Setup. Okay. Kochjacke. So, naja. Ich mag nicht hier in der Tür stehen und so Sachen zerreißen. Das ist keine gute Position. Dafür fühle ich mich hier nicht sicher genug. Schneidebrett. Ist hier noch was Leckeres? Was hier denn? Oh, zwei Brote. Können wir belegen. Wenn wir uns nicht weggammeln und im Hintern. Ah, kommt das mit. Muss ich aber dann unbedingt in den Kühlschrank tun, weil das vergammelt recht schnell. Wie sieht's aus? Wir sind schon wieder ein bisschen überladen. Ich fasse das mal hier zusammen. Ja. Das kommt da rein, das kommt da rein. Ja, pack die mal da rein. Vor allem das alles da rein. Na, wirst du? Jetzt. So, okay. 2 Kilo Raum, wo wir mitspielen können. Okay. Ja, die Beeren werde ich nicht zerlegen, weil die liegen so doof in der Tür. Da kann von drinnen oder von draußen was kommen. Hab ich keine Lust drauf. Oh, sie wittert. Gut, wie sieht's aus? Wir haben 3 Fäden gewonnen. Ich überlege, ob ich hier nochmal hinter durch die Gasse schaue. Nur mal um zu sehen, was hier hinterm Haus passiert. Mir fällt nicht, dass hier so eng ist. Wenn hier drei Stück oder so stehen, dann kriegen wir schon wieder Probleme. Ja, da ist nichts aus einer kaputten Tür. Da sitzt einer, zwei, drei, die mich alle gesehen haben. Okay. Wir haben auch auf. Ja, sehr gut. Ja, und da kommt nichts. Jetzt schaue ich nochmal in die Gasse. Kommt auch nichts. Oh. Da scheint jemand Langeweile zu haben. Unser Machete ist auch nicht mehr so viel los. Wieder eine Schrotflinte. Kommt halt mit. Zerreißen. Das ist alles Vorbereitung für die nächste Folge, wo wir ein bisschen das Schneidern dabei. Ne? Ich hoffe, das wird was. So, bis jetzt ist die Fadenausbeute eher so. Meh. Damit kommen wir nicht unbedingt weit. Muss auch langsam anfangen, die Stofffetzen mitzunehmen.
das Wetter gefällt mir gerade gar nicht. Erstmal, weil er nass wird und dann, weil ich die Zombies dann nicht so gut höre. Allgemein höre ich die ja nicht gut, weil der Charakter ist schließlich schwerhörig. Das hat übrigens auch die Folge, dass der Ton hier im Spiel ein bisschen dumpfer ist. Allein deswegen möchte man eigentlich, dass das schwerhörig langsamer weggeht. Was auch irgendwann passieren wird, allerdings auch erst, wenn wir hier unten im Kampfgebiet hier noch Punkte gesammelt haben. Wie viel? Keine Ahnung. So, schauen wir mal da hoch. Da sind ein paar. Da sitzt noch einer am Rand. Den machen wir mal weg. Jetzt mal, was ist das hier? Kurz einen Blick rein riskieren, das scheint eine Werkhalle zu sein. Stoffhützen, nein, kann da drin bleiben. Mausefallen. Mausefallen sind super. Ich glaube, die nehme ich mal mit. Die stellen wir mal auf. Ich habe das so oft noch nicht gemacht, aber man kann damit sich halt Mäuse fangen. Und das ist Fleisch und gleichzeitig kriegt man ein paar IP im Sektor Fallenstellen. Ja. Das Pin brauchen wir nicht. Brauchen wir das nicht. Ein Brecheisen wäre super. Hallo, was ist das hier? Ah. Ah, das ist eine Bowlingbahn. Wie cool. Aha, ein Zombie drin. Na gut. Gut zu wissen. Ist hier was Interessantes? Ein paar Kisten. Ich mal einen Blick reinhaschen. Da ist auch nichts Interessantes. Nicht eine Leiche. Mhm. Rucksack. Back jetzt mal. Okay. Folgendes, wir müssen zurück zur Basis. Wir nähern uns den 50 Minuten und ich werde die nächste Folge unbedingt ein bisschen leveln und machen. Und da können wir uns hier leider nicht zu sehr aufhalten, aber wir wissen, dass es da ist und wir können hier beim nächsten Mal ein bisschen erkunden. So. Oh, was ist denn jetzt los? Wo kommt ihr denn alle her? Gruppe, die hinterm Zaun war und immer am Block gelaufen ist. In der Erwartung eines Hapses von mir. Ein Glück haben wir die Machete, ich sag's euch. So. Ja. Ja. So. Chips esse ich gleich mal. So. Okay. Noch jemand? Gehe ich durchs Gebäude oder ums Gebäude rundherum ist die Frage. Ja, rundherum ist die sichere Alternative. Mittendrin könnten noch welche von uns lauern, hinter irgendwelchen Kanten oder Ecken. Wir müssen in das Haus hier, glaube ich. Oder das hier. Ja, das hier müsste es sein. Ja, der war es richtig. Guti, da sind wir. Ich mache nochmal das Fenster zu hier. Und das war es erstmal mit dieser Folge. Die nächste wird eine Levelfolge. Ich habe es ja schon vorher gesagt. Da werden wir hier ein bisschen kochen, ein bisschen schneidern, vor allem viel Fitness machen, Fernsehprogramme gucken und hoffen, dass wir mal sehen, was eigentlich. Ja, ich denke mal, es wird möglich sein, das beides auf Level 3 zu kriegen. Ob wir noch irgendwas anderes hinkriegen, wie Schneiderei oder Kochen auf Levels 1 überhaupt, ne? Ja. Wird sich zeigen. Gut, sehen wir dann. Also, auf jeden Fall danke ich erstmal fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.